Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sterben in Battlefield. Ich habe immer das Problem, hier am Anfang immer gleich hier reinzukommen. Ich habe ja immer gleich so mein Todesloch. Moment, da noch eine Granate hin. Hier durch. Nö. Komm mal nicht. Komm mal doch. Komm mal nicht. So. Hätte sich das dann auch abschießen mal geklärt. Framerate ist natürlich auch wieder genial. Was ist denn hier heute los? Da habe ich auch noch eine Lampe mit bescheuertem Scheinwerfer drauf. Stopp, 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 stopp! Ah, Mist. Excuse me, sir. No, I don't excuse you. You are very bad. You're a very bad guy. So, wieder auf E. So. Heute mal wieder kritische Framerate. Da, Prozessor mal wieder nicht übertaktet. Einer. Das ist auch unserer. Und Nummer. Mehr oder weniger zwei. Das ist doch keine gute Idee, hierher zu kommen, glaube ich. Egal! Plötzlich kann ja schon nichts passieren. Ich hätte eine gute Körperpanzerung. Captain Awesome. Moment. Ihr dürftet irgendwo ganz oben der Tor des Monats. Aber ja, wir haben den Tor des Monats. Siegesmond. Wir haben schon so gut wie gewonnen, ne? nicht wegen der Score, sondern weil wir den Fabian Siegesmund mit im Team haben. Fabian Siegesmund kennt man aus Videos von GameStar oder allgemein von der GameStar. Ich bin ja GameStar-Leser. Kann man so sagen. Und falls, ja, lange epische Pause, er lebt immer noch. Falls jemand den Siegesmund nicht kennt, schaut euch mal seine Tutorials zu Battlefield 3 an, beziehungsweise gern auch die Videos von ihm mit GameTube zu Battlefield 3. Das sind wirklich die besten Videos. Ah, es ist knapp. Oh, jetzt ist es sehr knapp. Leg dich hin. Naja, schade. AK-47 Terror. Und ich dachte mir, der Siegesmund hat zum Spiel hier geladen. Da dachte ich mir halt, ja, spawn ich doch gleich mal nach und nehmen wir eine Runde auf. Und hier könnte man jetzt seine ganzen Tutorials zu Herzen nehmen und hier sinnvoll spielen. Aber die sind schon etwas länger her. Müsst ihr euch mal anschauen, aber hat wirklich ein paar hilfreiche Tipps und Tricks auf Lager. Wenn auch die älteren Videos, zum Beispiel zu Metro, nicht mehr hundertprozentig stimmen durch Patches und so weiter. Also da nicht verwirren lassen, falls da irgendwie was nicht ganz stimmt. Aber ansonsten, Videos nur zu empfehlen. Komm her, komm her. Natürlich. Lade nie nach, wenn du gerade auf jemanden geschossen hast. Das sollte ich aber eigentlich langsam mal wissen. Da ist jemand drin, da ist jemand drin. Da ist immer noch jemand drin. So sollte das eigentlich heißen. Und, Pistole? Traue ich mich? Traue ich mich? Ja, ich traue mich. Hallo, ich sollte erstmal nachladen. Wäre ich eine super Idee. Natürlich. Zerstört, aber da war keiner mehr drin. Ja, scheiße, wo kam denn der hinter mir her? Deswegen meckert ja keiner. Uff, da ist viel zu viel Chat geschrieben. Ja, geil. Lasst mich, alten Mann, aufstehen. Aber ziemlich viel über den Chat geschrieben. Ich
fürchte, da komme ich gar nicht verdammt hinterher. Firehidden Ace. Fabian, sprich mit uns, mein Lieber. Ich glaube, der ist mit Zocken beschäftigt. Nein! Ich glaube, der Siegeshund ist mit Zocken beschäftigt. Enter, Leertaste, aufstehen. Oh, lauf! Lauf! Schlampe, lauf! Zwei Tickets haben sie noch, zwei Tickets haben sie noch. Ich krieg sie! Da, da war irgendwie... Nein! Ja. Nein. Natürlich, der 4:3 musste natürlich noch sein. Der war drin. Aber auf jeden. Schauen wir nochmal, ob wir in der nächsten Runde mehr Punkte kriegen als der Siegesmund. Der hat an sich einen deutlich höheren Skill und eine deutlich höhere KD als ich. Ich glaube, die ist 3 Kills. Ne, ist bei 2,7 oder sowas. Ich habe schon länger nicht geschaut. So, was soll ich denn? Ich wollte eigentlich hierbleiben, gell? Der Tor des Monats ist noch fetter geworden. Ja. 26:6. Zum Vergleich. 4:3. Ist ein Tick besser, was? Naja, da wird vielleicht noch was draus. Kills pro Flüster 1,33 ist auch nicht so schlecht. Jedenfalls nicht für mich. Ja. Epische Pause. Epische Ladescreen. Gulf of Oman. Siegesmund, du hast jetzt schon verloren. Auf jeden Fall, wenn er im Gegnerteam wäre. Wenn er in meinem Team ist, hat er natürlich sowas von gewonnen. Wow. Vor allem in einem kann man auch Siegesmunds Meinung teilen. Was ich hier so abgehackt spreche, ich habe keine Ahnung. Und zwar, dass die Back-to-Karkind-Maps einfach die geilsten sind. Go, 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 ja, ja, ja. War schon der erste 10 Punkte. Ist halt einem nachgespawnt. Ah, und ich hab jetzt leider die falschen Jets. Ich mag ja die anderen viel lieber. Die, die die haben. Scheiße, da unten Radar oder Stealth oder sowas. Ja, aus Perspektive hat er wenigstens. Also kein allzu Hardcore-Server. Ja! Cool! Ich habe echt einen Passagier getroffen. Ja, das ist genau das, was er auch schon mal gesagt hat. Man wird den Dingern einfach viel zu lahm. Weil in der Theorie kann man die natürlich ausbremsen und hast du nicht gesehen. Aber in der Praxis verlierst du einfach nur viel zu viel Speed. Huch, hat der Excuse Me Sir uns nicht letztens noch getötet? Ja. Antwortet der Herr Siegesmund auf Fragen? I don't think so. Der ist mit Zocken beschäftigt. Ich sag's euch, Leute. Da oben ist er. Erster Platz. Ja, das ist ein Skillgamer. Im Gegensatz zu mir. Ah, ein Fahrzeug spawnt. Das ist schön. Damit fahren wir auch gleich zu F. Wirklich strategisch wichtiger Punkt. Dann, ja, gut, den überfahren wir doch nicht. Wenn der halt vorher sterben muss. Unglaublich hier die Jugend von heute. Liegen irgendwo Minen. Den habe ich eliminiert. Nice. Dann lege ich hier noch ein paar Minen hin. Noch eine. Dann legen wir hier vorne noch eine hin. So, abkackende Framerate. Komm, F, die Punkte kriege ich noch, die paar. Danke. So, die Frage, wo der... Ja, ab in den Heli werfen. Da war irgendwo einer. Gesehen. Toll, ja. Der ist... Ach Gott, da wollte ich gerade nachschauen, ob der Assault ist und dann kommt einfach jemand von vorne auch noch. Ja, der Tor des Monats unheilbar vorne. Mit 100 Punkten vorne oder sowas.
Also, da ist noch gut was machbar. Aber aktuell bin ich halt nicht vor ihm. Und ich fürchte, das wird sich auch nicht wirklich groß ändern. Das werdet ihr ja schon merken. Hat er sich hingelegt? Ach, das ist der da. Der wurde also einfach abgeknallt. Ja, da kann man nichts machen. Wie, der steigt einfach raus. Schade, den wollte ich gerade messern. Und dann ist es nicht mein Gegner. Was soll denn der Mist? So, den kriegen wir. Komm, komm, komm. Wo ist der Hit? Ich hätte nicht gehittet. Ist hochgeschossen wahrscheinlich. Ich ziehe ja gerne drüber, aber eben auch viel zu häufig zu hoch. So, jetzt aber. Ich will Punkte. Fahrzeug zerstört. Ist jetzt aber nicht so der Hit. Wenn meine Hardware auch mal auf meine Eingaben reagieren würden. Ist das auch ein Gegner? Hauptsache erstmal drauf geschossen, dann kann er uns nicht mehr allzu viel tun. Übrigens, für die zwei Leute, die jetzt noch zuschauen sollten, falls überhaupt jemand noch zuschaut, ja. Aktuell beziehungsweise gibt es ein LPT mit ein paar anderen Let's Playern. Das wird. Was passiert hier? Es wird immer montags, mittwochs und freitags um 20 Uhr geappt. Also das kommt immer regelmäßig. Scheiße! Egal. Und zwar spiele ich da mit dem, jetzt muss ich nachdenken, Master LP. Also M4ST3RLP, genau. Mit dem The Final LP und mit Frame Massive. Und ja, wir spielen da eine schöne Adventure Map. Und ja, da haben wir schon ein paar Parts aufgenommen. Und da kommen demnächst auch noch mehr. Weil aktuell, wie manche vielleicht von euch wissen könnten, mache ich ja mit bei einem Wettbewerb von Cajun LP bzw. Cajun LPS. Was ein alter Kanal gesperrt wurde, hat er sich neuen angemacht. Es wurde gesperrt wegen, naja, AdSense-Konto und so weiter, das ist jetzt egal. Er hat draus gelernt. Man soll es nicht glauben. Aber der hat halt eine Challenge gemacht und wer diese Challenge gewinnt, der ist ein neuer YouTube-Patenkind, mit dem er dann auch zusammen LPs macht. Also LPT ist dann halt. Bam! Und ja, da habe ich mich beworben. Bin von 120 bis 150 Leuten unter die besten 12 gekommen erstmal. Ja, es leckt irgendwie. Ja, erster! 4 Plätze vor der Tour des Monats. Und aktuell bin ich da noch unter den besten 6. Und ja, ihr könnt mir da auch gerne Unterstützung zusagen. Ich möchte aber nicht zu viel Werbung machen, damit es fair bleibt. Gut, bei meinen Abonnentenzahlen ist es eh egal. Ja, es leckt wie Sau. Es hängt wie Sau. Und jedenfalls kann man da abstimmen. Daumen hoch geben, Daumen runter geben. Daumen runter bringt nichts. Daumen hoch bringt schon was. Und zwar bringt das was für die Leute. Daumen runter werden halt nicht gezählt. Na, schade, ich dachte, den kriege ich noch. Aber da gibt es halt ein paar Challenges gewesen. Gab es bisher schon 3 Challenges, also 3 Videos, die wir machen sollten. Gut ist eine Diss-Video. Bis auf die Tatsache, dass ich es völlig verkackt habe, fand ich auch die Challenge an sich nicht so gut. Wie einige übrigens von uns. Aber wenn man mit dem Teufel zusammen sein will, muss man halt auch Kompromisse eingehen. Nein, ich bezeichne jetzt. Ah, verdammt, Cajun nicht als Teufel.
Das war jetzt nur ein Sprichwort. Für die, die es nicht gerafft haben.